Servus zusammen, es ist der 23. September, wir haben 17.33 Uhr, Freitaghandel ist rum. Es gibt ja so Begriffe wie Turnaround Tuesday und Friday is High Day. Das war heute mal definitiv nicht der Fall. Was ihr hier vor euch seht, ist der Chart seit, wann ist denn das, 2020. Das ist das Corona-Tief hier. Ich habe einfach mal, nur damit ihr wisst, woher die Linie herkommt, habe ich mal die Fibos gezogen. Und wir sind jetzt in der Nähe des 50er Retracements. Soll sagen, von dieser Bewegung hier, wieso haben wir 50% abgegeben. So viel dazu, dann wisst ihr, woher diese blauen Linien kommen. Ich habe diesen Film zweigeteilt. Ich werde jetzt hier erst kurz meine Analyse machen, dann die Scheine nennen, die ich für sinnvoll halte. Und danach habe ich nochmal was fürs Daytrading gemacht, wie ich da heute rangegangen bin. Da war auch ein Verlusttrade dabei. Und deswegen, ich wollte mal schauen, vielleicht hilft euch das ja irgendwie was. Deswegen, dieser Film wird etwas länger dauern. Gut, was haben wir hier gemacht? Ich muss nochmal zurückgehen. Wir haben Fakten geschaffen. Ja? Wir sind an dieses 50er Retracement gegangen, sogar drunter. Wir haben die 12.380 unterboten. Es hat mich sehr gewundert, dass da keine Stops reinkamen. Da war ich echt überrascht. Ich habe gedacht, da kommen sofort Stops rein, die den Markt sofort 150 Punkte tiefer machen. Aber diesen langsamen Abverkauf, den habe ich so nicht erwartet. Wie dem auch sei, rein vom Chart her haben wir jetzt hier in diesem Bereich 11.315, das wäre das 61er, verglichen oder zusammengelegt mit dem Low vom 30.10. bei 11.556. Das nochmal vorab. Wir haben also dieses absteigende Dreieck unterboten, so wie im Gold. Und das ist natürlich nicht schick. Das ist alles andere als schick. Jetzt mache ich mal den Chart hier ein bisschen größer. Also dieser Punkt hier ist weit weg. Ich versuche immer dem Markt irgendwas Positives abzugewinnen. Und das Einzige, was ich dem abgewinnen kann heute, ist, dass aufgrund der Trendfolge von Charles Dow ist es so, dass wir sind, also ich fange jetzt einfach mal hier an, wir haben ein Hoch, wir haben ein Tief, wir haben ein tieferes Hoch, wir haben ein Tief, das aber in diesem Fall nicht reinpasst. Ja, aber heute haben wir es. Und wir haben in der Zwischenzeit nochmal hier ein Hoch. Das heißt, der Markt wird grundsätzlich erst positiv, wenn wir diesen Punkt überbieten bei 13.580. Es ist nicht mehr die 14.000, sondern wir sind 420 Punkte tiefer. Das ist das einzig Positive, was dem Freund abgewinnen kann. Auf Sicht der Tagestechnik sind wir hier weiter negativ. Wir sind weiter negativ für die Stochastik. Da ist nicht der Hauch einer Unterstützung. Noch nicht. Um das vielleicht ein bisschen fein zu tunen, könnte man die 4-Stunden-Kerzen dazu nehmen, dass man sich das ein bisschen besser anschauen kann. Also letztendlich, der Markt ist durch diese doch sehr wichtige Unterstützungszone durch. Und ich habe eigentlich nur den Bereich um 11.550, 11.600 als wirklich sinnvolle Unterstützung. Der wird sich jetzt hier verhalten wie Fußballspiel im Mittelfeld. Wahrscheinlich am besten das von den Spaniern so im Jahr 2015, von Iniesta zu was weiß ich, wie die alle hießen, hin und her und hin und her. Und nach 60 Minuten hat man woanders umgeschaltet, da waren die immer noch am hin und her und hin und her. Der Olli Kahn hat das mal sehr schön beschrieben, muss ich sagen. Wir sind jetzt hier im Handel vom Mittelfeld. Und das ist alles andere als einfach. Ich bin der Auffassung, ich gehe mal mit euch auf die Woche, dass wir immer noch nicht das Tief gesehen haben. Das Tief kommt weiter hier unten. Das ist wirklich dieser Bereich so um die 11.550, 11.600. Ich sehe nach wie vor, auch vor dem Hintergrund sämtlicher Nachrichten, die da so kommen über NTV oder wo auch immer mit Teilmobilmachung und so weiter, sehe ich keinen Grund, warum wir irgendwie hier oben stehen sollten. Ich habe heute auch verschiedene Aktien gekauft. Ich war bisher bei 10%. Ich habe heute dazu gekauft ein bisschen mal Deutsche Bank, auch Lufthansa im Bereich 5,65. Ich habe eine E.ON gekauft. Ich darf es gar nicht laut sagen, bei 80,5 sogar Hypoport gekauft. Ich habe SAP bei 80 genommen. Und ich habe Sixt bei 86. Also das waren heute zwei Bewegungen.
ich habe die jetzt hier auf dem Chart nicht drauf, wollte auch nicht näher drauf eingehen, die waren schon atemberaubend. Also Hypoport, minus 45%. Wir reden ja nicht irgendwie von so einer kleinen Klitschenaktie. Die waren gestern noch 1,5 Milliarden wert und heute 750 Millionen. Oder Warta, 33%. Das ist eine Menge. Das zeigt aber auch, wie groß insgesamt der Frust ist. CTS Eventim, minus 8%. K&S, minus 8%. Also schon heftig. Das ist schon wirklich vereinzelt sehr, sehr heftig. Wie dem auch sei. Ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt Montag, Dienstag noch hier unten irgendwo rumkrauschen. Vielleicht irgendwo auch sogar die 12.000 mal rausnehmen. Aber letztendlich sind wir hier in dieser Trading Range und diesen Downtrend hier, den wir haben vom All-Time-High, den kann man durchaus einfach weiterziehen. Aber der ist jetzt natürlich in weite Ferne gerückt. Der liegt bei 13.500. Die Bänder gehen auf. Das ist nicht gut. Das heißt, es hat eigentlich noch kaum einen Sinn, etwas zu kaufen. Deswegen dieser Hinweis, nach den Scheinen kommen nochmal, ich glaube, 6 oder 7 Minuten Film zum Daytrading. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen. Ich habe mir folgende Scheine ausgesucht. Und zwar, ich musste ein bisschen weiter weggehen. Das hat anders keinen Sinn. Ich habe einen 11.502er Call genommen. Das ist vielleicht nicht zu sagen. Wir haben heute während des Tages von 56.200 irgendwas, wir haben 2.500 K.O.-Scheine verloren. Die sind einfach ja, nicht fällig gestellt worden, sondern einfach genockt worden. Das ist eine Menge. Das ist 5%. Das ist viel. Deswegen hat es mich umso mehr irritiert, dass wir bei 12.830 nicht, Entschuldigung, 12.380 nicht mehr Stops rein hatten. Das fand ich schon ein bisschen merkwürdig. Wie auch immer. Ich habe mir den ausgesucht. 11.502, Hebel 15, das ist die GC426X. Das ist noch zu früh. Ich muss jetzt warten. Ich muss jetzt schauen, wie die Bänder, wie weit die aufgehen. Aber das ist dann so eine Geschichte, die kann man längerfristiger mal kaufen. Aber es ist noch zu früh. Aber den bitte unbedingt auf die Watchlist. Vom Put her habe ich den 13.250er. Da sind wir etwas hinter dieser blauen Linie hier am oberen Band. Das ist ein Hebel 13, das ist die GZ0291. Auch den auf jeden Fall auf die Watchlist. Man kann natürlich ein bisschen tiefer gehen. Wenn der Markt jetzt also das heutige Tief unterbietet, wäre das äußerst unschön. Aber, ja, was soll ich sagen? Er hat Fakten geschaffen. Wir sind unter dieses Low drunter. Da wird jeder Fondsmanager wach. Ob man da gleich eine Hypoport mit 45% abstrafen muss oder eine Warta mit 33%, ist ja jetzt mal dahingestellt. Aber es ist nicht schick. Heute Morgen war die Commerzbank bei 8,25, war der beste Wert, den ich hier auf meiner Liste hatte. Jetzt sind sie bei 7,83. Also das waren jetzt die Scheine. Packt ihr euch auf die Watchlist. Aber jetzt guckt nochmal, jetzt kommt gleich der Teil über das Daytrading. Vielleicht hilft euch das ja. Ich sage jetzt schon mal, Happy Trading und fette Beute. Bye bye. So, und jetzt mal ganz kurz das, was ich zum Daytrading sagen wollte. Wir haben heute Morgen hier angefangen, 8 Uhr. Opening war 12.562. Sind wir ein bisschen hoch, haben dieses kleine Gap von gestern Abend geschlossen. Und das habe ich mal so ein bisschen drauf geschaut. Ich persönlich vermeide es, vor 9 Uhr zu handeln. Entweder, also vielleicht reagiere ich auf etwas, was ich in einer Übernachtposition hatte, aber eine neue einzugehen, ganz, 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 ganz selten. Da muss schon echt was passiert sein. Wir sind dann hier weiter runter. Alle diese Linien, die ich jetzt hier gezogen habe, die könnt ihr alle noch nicht, denkt euch die mal weg. Es ging runter, ging wieder hoch. Es ging weiter runter auf die 12.400. Oh, das ist jetzt aber viel. Von gestern Abend, ja, da waren wir hier oben in der Spitze, waren wir bei 12.637 und hier sind wir schon bei 12.400. Ja, oh, okay. Ja, irgendwann muss mal eine Korrektur kommen. Es ging weiter runter und es gab überhaupt keine Gegenwehr. Null, nichts, nada, niente. Ich mach's mal größer. Dann sind wir runtergefallen und machen hier auf einmal einen Bullish Harami im 5-Minuten-Chart. Ja, oh, da musst du mal gucken. Der nächste geht gleich wieder direkt runter. Bärischer Rami. Und dann der nächste, wieder bullischer Rami. Ummantelt die komplette Kerze.
Und dann habe ich zum Schlusskurs von diesem Merami, habe ich gekauft, das war bei 12.378. Ich habe gesagt, okay, es hat mich gewundert, dass keine Stops kamen. Ich hatte hier schon Limited drin, 100, 150 Punkte tiefer für den Fall, dass wir, wenn wir unter die 12.380 gehen, dass dann so eine richtige Stopwelle kommt. Und die hatte ich weit drunter gelegt. Und war nicht, da kam nichts. Das habe ich im Chat auch gesagt. Ich sage, komisch, da kommt ja gar nichts. Also ich habe hier gekauft und habe mir hier das Tief genommen und hier das Hoch. Wäre das Hoch überboten worden, hätte ich auch mehr gekauft. Aber nö, das habe ich nicht. Also habe ich die Position laufen lassen und bin dann hier gestoppt worden. Unter diesem Tief. Hat 37 Punkte gekostet. Na gut, habe ich mein facettenreiches Wissen über Fäkalausdrücke um einen erweitert. Ich habe gesagt, okay, dann musst du jetzt einfach mal warten. Ich wollte auf die Wiesen. Ja, wir haben ja Oktoberfest. Ich wollte auf die Wiesen. Mir lag schon das ganze Zeug bereit und alles. Ja, es war so nervig. Ja, ich habe es hier schon rausgelegt und dann, ich habe gedacht, jetzt guckst du einfach mal, wie es weitergeht. Der Markt ging runter und runter und runter. Ich habe hier unten keine echte Unterstützung. Die habe ich erst bei 11.500 und es gibt noch eine Zwischenunterstützung bei 11.800. Wie auch immer. Auf einmal kam dann hier auch wieder so eine Geschichte, so eine größere weiße Kerze. Ich dachte, oh, was ist denn das? Und habe mir das angeschaut. Da waren wir jetzt hier, also in der Spitze bei 12.214. Dann ging es runter. Dann ging es nochmal runter. Ja, okay. Auf einmal kam eine Kerze hier rein. Das konnte man im 1-Minuten-Chart sogar noch besser sehen. Das sollt ihr ja nicht machen. Ich bin ja auch nicht wirklich ein Daytrader. Aber das hat sich jetzt angeboten. Und in dem Moment, in dem wir über die 12.218 gehen, habe ich einen Schein gekauft. Das war ein, was war das für einer? Das war ein 11.948er. Der stand hier 3 Euro. Und dann habe ich den im Chat den auch zum Folgen freigegeben, diesen Trade. Habe das gekauft und dann ging es relativ schnell auch hoch. Habe sofort 10% verkauft. Dann ging es wieder runter. Das kann doch nicht sein. Ging wieder hoch, aber nicht über die alten Hochs. Ging wieder runter. Ich so, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Dann habe ich dann hier irgendwann von den 100%, 10 hatte ich verkauft, habe ich einfach noch 40% gegeben. Ich hatte also nur noch die halbe Position. Ich hatte immer gehofft, dass wir das hier machen, dass wir drüber gehen. Aber das hat Ewigkeiten gedauert. Ja. Auf einmal sind wir drüber gegangen. Der Schlusskurs hier war noch dran, aber hier waren wir dann drüber. Dann habe ich gesagt, fein, lass es einfach mal laufen. Das heißt, wir haben diese Range hier verlassen. Und das ist, so Sachen sind halt für mich wirklich wichtig. Ich habe dann auch mal diesen Trend gezogen. Wo ist denn der? Zumindest, dass ich weiß, wo der ist. Aber wir gingen dann weiter hoch und habe ich gesagt, okay, meistens folgt nach sowas tiefen hier mal so eine 100, 120 Punkte Konter, Gegenbewegung. Deswegen war mein erstes Ziel 12.300. Wie gesagt, ich habe also hier den Schein gekauft mit 3. Die ersten 10% gegeben bei 3,20, dann 40% bei 3,3 und hatte nur noch die halbe Position. Mein Stop lag hier drunter, weil ich wollte einfach nicht, ich hatte keine Lust, was zu verlieren. Ich wollte es nicht, das war zu blöd. Also habe ich dann hier gewartet und es ging dann endlich hoch. Mein Ziel war dann erstmal so die 12.300. Ich habe dann gegeben bei 3,35 und bei 3,60 und bei 3,84 jeweils 10% und hatte dann noch schöne, bequeme 20% und habe den Stop immer weiter angezogen. Dann passiert jetzt eine Geschichte hier und das ist halt für Daytrader vielleicht ganz interessant, für die von euch, die das werden wollen. Wenn ich diese Geschichte hier nehme, von diesem Tief zu diesem Hoch, haben wir einfach nur ganz kurz korrigiert auf das 38,2er. Fast punktgenau. Dann habe ich gesagt, okay, das geht weiter. Das geht auf jeden Fall weiter, da war ich mir relativ sicher. Und dann gingen wir auch hier drüber, deswegen nehme ich das jetzt hier raus. So. Und gingen weiter hoch. Jetzt habe ich überlegt, wie weit kann das hochgehen? Und dazu habe ich dann Folgendes gemacht. Habe einfach von dem Hoch von gestern Abend bis zum Low von heute die Fibos angelegt und 38,2er bei 12.353. Und das sieht jeder, der sich damit beschäftigt. Und vor dem Hintergrund habe ich gesagt, also hier möchte ich dann die letzten 20% geben und die gingen dann raus mit 4,16.
Ja, ich habe da nicht ganz das Top erwischt, aber das habe ich mir abgewöhnt, das zu machen. Aber wir gingen dann da hoch und sind dann daran gescheitert hier mit einem Doji. Aber gut, die Kerzen auf 5 Minuten Basis. Ich nehme die nicht ganz so ernst. Ich will wissen, wie sie aussehen, aber das reicht mir nicht. Bei solchen relativ schnellen Märkten sind 4 Stunden Kerzen nicht zu gebrauchen. Stunde ist das die höchste Zeiteinheit, mit der ich da rummache. So, und jetzt können wir mal schauen. Wir haben jetzt, ich mache diesen kleinen Zwischenfilm um 17:03 Uhr. Was ist jetzt hier passiert? Ich nehme jetzt vom Tief zum Hoch und sehe, wir haben einmal wieder bis zum 61er korrigiert. Und das ist es. Und dann ging es erstmal wieder hoch. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Es stinkt mir. Ich will auf die Wiesen, ich will meinen Spaß haben. Und dann macht der Markt hier so einen Mist, ja. Da wollte ich dann auch nicht mehr handeln. Ja. Also ich weiß jetzt auch nicht, was jetzt hier ist. Ich will jetzt endlich darüber. Das heißt, ab 17:40 Uhr oder 50 kann ich dann darüber gehen. Aber das ist so die Herangehensweise, wie ich das mache. Vielleicht hilft es einem. Ich nehme jetzt nochmal hier die raus, die größeren Fibos und die auch. Die Ausgangsbasis der Entscheidung waren diese Dinger. Ich habe es nicht gemacht, dass ich jetzt hier da short gegangen bin, einfach weil ich mein Zeug zurechtgelegt habe. Ja, nochmal das Hemd gebügelt und die Socken gewaschen. Deswegen habe ich es nicht mitgekriegt. Aber sowas hier, wenn das jetzt eine längere Zeiteinheit ist, sowas hier ist ein Verkaufssignal und zumindest ein Stoppsignal.